This is the motto of the show, Hour of the Truth. Rome never changes. They used to call us heretics and sent the Inquisition to kill us. Today they call us terrorists and send on their crusades. Times and methods may have changed, but the goal still stays the same. Extirpate the remnant of the true Word of God, Bible-believing people who uphold the truths of Jesus Christ's name. Suffering at the hands of Rome, 'cause they believed in Christ alone. They died through Europe, especially Spain, for they saw all but Christ in vain. He suffered by his death for men, to save them from their awful sin. 600 years of martyred saints that history cannot erase. With iron heel and iron hand, the Roman popes rule the land. Those ignorant of history may be swept into apostasy. We won't be lulled by Rome's sweet lie, with 50 million reasons why. Salvation is by faith alone, in Christ alone, by grace alone. A sovereign God give faith to man. Salvation's in the Maker's hand. This gospel offends Rome today. They offer up another way, a counterfeit, a compromise. Beware the ancient papal lie, with such a cloud of witnesses who by grace died in their Lord. Recall their memory to say, by the same faith we live today. Moin moin und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Jörg Joggler 66 Stunde der Wahrheit. Heute zum 36. Teil des Werkes aus Henry Charles Lears erstem Band Geschichte der Inquisition im Mittelalter. Achtes Kapitel, die Organisation der Inquisition, nachdem wir die Gründung der Inquisition gesehen hatten, nachdem wir in Kapitel 6 die Bettelorden besprochen hatten, die Verfolgung im 5. Kapitel, die Kreuzzüge gegen die Albigenser im 4., die Katharer im 3., die Häresie im 2. und überhaupt im 1. die Kirche überhaupt. Die sogenannte Kirche. Die Kirche des Satans, um es mal ganz deutlich zu sagen. Die römisch-katholische Kirche ist die offizielle Kirche des Satans auf dieser Erde. Sie lehrt einen falschen Christus, sie lehrt einen falschen Gott und sie lehrt alles falsch, wenn man sie an der Bibel misst. Und wir müssen alles an der Bibel messen. Die Geschichte der römisch-katholischen Kirche ist so deutlich darin, wie falsch sie ist in ihren Lehren, dass es im Grunde ganz offensichtlich ist. Trotzdem hat sich Henry Charles Lear die Mühe gemacht und ist in 3 Bänden in die Geschichte der Christenverfolgung eingegangen, die in der Bibel auch ganz deutlich beschrieben wird. In der Bibel heißt es im Buch der Offenbarung, zuerst in Kapitel 6, um die richtige Reihenfolge zu haben, und als es das 5. Siegel öffnete, sah ich unter dem Altar die Seelen derer, die hingeschlachtet worden waren, um des Wortes Gottes willen und um des Zeugnisses willen, das sie hatten. Und sie riefen mit lauter Stimme und sprachen, wie lange, o Herr, du Heiliger und Wahrhaftiger, richtest du nicht und rächst nicht unser Blut an denen, die auf der Erde wohnen? Und jedem von ihnen wurden weiße Kleider gegeben, und es wurde ihnen gesagt, dass sie noch eine kleine Zeit ruhen sollten, bis auch ihre Mitknechte und ihre Brüder vollendet wären, die auch wie sie getötet werden sollten. Und in Offenbarung 17 lesen wir,
Und einer von den sieben Engeln, welche die sieben Schalen hatten, kam und redete mit mir und sprach zu mir: Komm, ich will dir das Gericht um die große Hure zeigen, die an den vielen Wassern sitzt, mit der die Könige der Erde Unzucht getrieben haben und von deren Wein der Unzucht die, welche die Erde bewohnen, trunken geworden sind. Und er brachte mich im Geist in eine Wüste. Und ich sah eine Frau auf einem scharlachroten Tier sitzen, das voll Namen der Lästerung war und sieben Köpfe und zehn Hörner hatte. Und die Frau war gekleidet in Purpur und Scharlach und übergoldet mit Gold und Edelsteinen und Perlen. Und sie hatte einen goldenen Becher in ihrer Hand, voll von Gräueln und der Unreinheit ihrer Unzucht. Und auf ihrer Stirn war ein Name geschrieben: Geheimnis, Babylon die Große, die Mutter der Huren und der Gräuel der Erde. Und ich sah die Frau berauscht vom Blut der Heiligen und vom Blut der Zeugen Jesu, und ich verwunderte mich sehr, als ich sie sah. Der Engel sprach zu mir: Warum verwunderst du dich? Ich will dir das Geheimnis der Frau sagen und des Tieres, das sie trägt, das die sieben Köpfe und die zehn Hörner hat. Jetzt haben wir diese Lesung angefangen mit einer kleinen Bibelstudie, mit einer kleinen Lesung der Bibel, weil die Inquisition nichts anderes ist als das Hinschlachten der Heiligen, und zwar der wirklich Heiligen. In der Bibel sind die Heiligen die Lebenden, die Toten wissen gar nichts. Die Toten sind tot, begraben und warten auf die Auferstehung, entweder die Auferstehung zur Gerechtigkeit oder die Auferstehung zum Gericht, um dann verurteilt zu werden in die Hölle. Das sind die zwei Wege, die ein Mensch gehen kann. Manche Menschen gehen diesen Weg schon hier auf dieser Erde. Sie beschreiten die Wege der Hölle, indem sie dem Antichristen, indem sie den Teufel Dienst leisten, wie wir unter anderem im Korintherbrief lesen können. Dort heißt es im 2. Korinther, Kapitel 11, Abvers 13: Denn solche sind falsche Apostel, betrügerische Arbeiter, die sich als Apostel des Christus verkleiden. Und das ist nicht verwunderlich, denn der Satan selbst verkleidet sich als ein Engel des Lichts. Es ist also nichts Besonderes, wenn auch seine Diener sich verkleiden als Diener der Gerechtigkeit, aber ihr Ende wird ihren Werken entsprechend sein. Nun, die Menschen, die sich der Verfolgung der Jesus Christus treuen, verschrieben haben, das Urteil derer ist schon längst geschrieben. Sie stehen auch nicht geschrieben im Buch des Lebens, das ganz spät im Buch der Offenbarung geöffnet wird. Und die Organisation der Inquisition ist so ein Thema, womit wir uns jetzt beschäftigen müssen, um überhaupt zu verstehen, worum geht es hier eigentlich. Es geht um den großen allgemeinen Kampf von Gut gegen Böse, von Gott gegen Satan, was eigentlich kein Kampf ist. Aus dem einfachen Grunde, weil Gott allmächtig ist und Satan nicht. Also ist schon von vornherein klar, wer gewinnt. Wer sich gegen den Unüberwindbaren auflehnt, der weiß, dass der Unüberwindbare eben nicht unüberwindbar ist und eben nicht besiegt werden kann. Das heißt, man kämpft von vornherein für einen verlorenen Grund. Aber ganz so grundlos ist der Kampf des Satan nicht, weil er kann sich selbst nicht mehr retten, aber er kann so viele wie möglich mit in sein Unglück hineinziehen. Und genau darum wurde die Inquisition gegründet. Und nach der Gründung, die wir im 7. Kapitel besprochen haben, wird sie jetzt im 8. Kapitel organisiert. Die verschiedenen Punkte, die wir in diesem Kapitel uns anschauen, sind: die Einfachheit der Organisation, die Inquisitionsbezirke, Wanderverhöre, die Gnadenfrist und ihre Wirkung, Gebäude und Gefängnisse, Personal des Gerichtshofs, die Prozessakten und Archive, ihre Vollständigkeit und Bedeutung, die Familiaren, die Frage des Waffentragens, die staatlichen Mittel zur Verfügung der Inquisitoren, die Mitwirkung der Bischöfe bei der Urteilsfällung, die Versammlung der Sachverständigen, das Sermon, das Sermo oder das Auto da Fe,
das Zusammenwirken der Gerichtshöfe, gelegentliche Generalinquisitoren. Das sind alle Punkte Unterpunkte des 8. Kapitels, wobei ich jetzt nicht, obwohl ich das schon fast verleitet werde, aufgrund der Überschriften schon in eine Diskussion damit reinzugehen. Aber wenn man sich mal überlegt, dass hier steht die Versammlung der Sachverständigen, wir leben heute in 2022 und wir werden von ziemlich vielen sogenannten Sachverständigen oder zwischen Anführungszeichen Experten inzwischen regiert, gelenkt, geführt in der Welt, in der wir hier leben, wenn wir in dieser Welt leben. Und da seht ihr eben, dass alles immer wieder kommt. Oder wie es bereits in der Bibel geschrieben steht, es gibt nichts Neues unter der Sonne. 8. Kapitel. Die Organisation der Inquisition auf Seite 412. Die Kirche hatte, wie wir gesehen haben, erkannt, dass es nicht in ihrer Macht lag, die Ausbreitung der Ketzerei durch Überzeugung der Ketzer aufzuhalten. Der heilige Bernhard, Fulco von Nuyi, Durandos von Huesca, der heilige Dominikus und der heilige Franziskus, bitte versteht ihr, das Heilige ist immer von mir in Anführungszeichen zu setzen. Keiner dieser Menschen ist heilig. Hatten nacheinander die glänzendste Beredsamkeit aufgeboten, um zu überzeugen, und das erhabenste Beispiel der Selbstverleugnung gegeben, um zu bekehren. Aber ihre Bemühungen waren vergeblich gewesen. Warum? Wenn man die Wahrheit kennt, kann die Lüge dich nicht vom Gegenteil überzeugen. Wenn du die Wahrheit nicht kennst, dann läuft man leicht den Pfad der Lüge hinterher. Wenn ich sie kenne, dann passiert das weniger. Aber ihre Bemühungen, sagt der Autor, waren vergeblich gewesen. So war nur die Gewalt übrig geblieben und sie war bereits erbarmungslos angewandt worden. Zwar hatte dann mit ihrer Hilfe die Kirche die Völker unterworfen, damit aber nur erreicht, dass sich die Ketzerei aus der Öffentlichkeit in die geheimen Schlupfwinkel zurückzog. Wollte sie die Früchte ihres Sieges ernten, wollte sie die katholische Einheit erhalten und verhindern, dass das Kleid Christi beständig zerrissen wurde, so blieb ihr nur noch eine organisierte, unaufhörliche, in Permanenz erklärte Verfolgung übrig. Zu diesem Zwecke und nur zu diesem Zwecke wurde die Inquisition zu einer festen Einrichtung entwickelt und den Bettelorden übertragen. Diese Orden waren wohl ins Leben gerufen worden, um durch Gründe der Vernunft und durch ihr Beispiel zu überzeugen, aber sie wurden nun benutzt, um mit Gewalt zu unterdrücken. Die Organisation der Inquisition war einfach, aber wirksam. Sie legte keinen Wert darauf, durch prunkvolles Auftreten Eindruck auf die Herzen der Menschen zu machen, sondern suchte sie vielmehr durch ihre Schrecken zu lähmen. Den weltlichen Prälaten überließ sie die prächtigen Gewänder und den eindrucksvollen Glanz der Verehrung, die malerischen Prozessionen und das prächtige Gefolge von Dienern. Der Inquisitor trug die einfachen Kleider seines Ordens. Wenn er draußen erschien, so war er meistens begleitet von einigen bewaffneten Dienern, teils zu seinem Schutz, teils um seine Befehle auszuführen. Der Hauptschauplatz seiner Tätigkeit waren die abgelegenen Gemächer des gefürchteten heiligen Offiziums, von wo er seine Gebote ausgehen ließ und über das Schicksal ganzer Bevölkerungsgruppen entschied, in einer Stille und Verschwiegenheit, die dem Volke ein geheimnisvolles Grauen einflößte, das tausendmal wirkungsvoller war als die äußere Pracht des Bischofs. Jede Einzelheit in der Inquisition war auf Wirkung, nicht auf äußeren Schein berechnet. Sie bestand aus entschlossenen, ernsten Männern, die nur von einem Gedanken geleitet wurden, die wussten, was sie wollten, die alles nur einem Ziele dienstbar machten und alles verwarfen, was der Durchführung ihrer Aufgabe, unbeirrt und rücksichtslos Justiz zu üben, überflüssige Hindernisse in den Weg legen konnte. Das vorhergehende Kapitel hat uns gezeigt, wie einfach die Inquisition anfänglich war. Sie bestand tatsächlich nur aus den einzelnen Mönchen, welche auserlesen waren, um die Ketzer aufzustöbern und ihre Schuld festzustellen.
Ihr Gebiet fiel naturgemäß zusammen mit den Provinzen der Bettelorden, deren Provinziale mit der Pflicht der Ernennung beauftragt waren. Jede dieser Provinzen umfasste mehrere Bistümer. Obgleich die Hauptstadt einer jeden Provinz schließlich als der Sitz der Inquisition angesehen wurde und dort auch ihre Gebäude und ihre Gefängnisse sich befanden, so war es doch die Pflicht des Inquisitors, nach Ketzern auf die Suche zu gehen, an alle Orte sich zu begeben, wo man solche vermutete, und das Volk zusammenzurufen, genau wie es die Bischöfe vormals bei ihren Visitationen taten, indem er als weiteres Reizmittel einen Ablass von 20 oder 40 Tagen allen, welche erschienen, verhieß. Allerdings hielten sich die Inquisitoren von Toulouse, also im Süden von Frankreich, anfangs dauernd in jener Stadt auf und ließen die, welche sie verhören wollten, dorthin kommen. Es erhoben sich aber so viele Klagen über diese unerträgliche Belästigung, dass ihnen im Jahre 1237 der Legat Johann von Vienne befahl, sich an die Orte hinzubegeben, wo sie Nachforschungen anzustellen wünschten. Gehorsam diesem Winke gingen sie nach Castelnaudary, wo sie von dem Volke verspottet wurden, das sich verabredet hatte, keinen aus seiner Mitte zu verraten. Deshalb wandten sie sich unerwarteterweise nach Puy-Laurence, wo sie die Bevölkerung überraschten und eine reiche Ernte hielten. Die Mordtaten von Avignonet im Jahre 1242 waren eine Warnung, dass diese Wanderverhöre nicht ohne Gefahr waren. Doch wurden sie trotzdem von dem Kardinal von Albano um das Jahr 1244 und von dem Konzil von Béziers im Jahre 1246 wieder vorgeschrieben. Obgleich Antichrist Papst Innozenz IV. Im Jahre 1247 die Inquisitoren ermächtigte, Ketzer und Zeugen dann, wenn Gefahr vorhanden war, an einen sicheren Ort zu laden, so blieb doch die persönliche Visitation in der Theorie bestehen. In Italien treffen wir sie an der Bulle ad extirpanda. Ein zeitgenössischer deutscher Inquisitor bezeichnet sie als die gewöhnliche Praxis. Aus Nordfrankreich haben wir die Formeln, deren sich im Jahre 1278 der Bruder Simon Duval bediente, um bei solchen Gelegenheiten das Volk vorzuladen. Um das Jahr 1330 macht Bernard Guidonis eine Anspielung darauf, als auf ein besonderes Vorrecht der Inquisition, und ums Jahr 1375 beschreibt Eimericus diese Methode, die Untersuchung zu führen, als eine schon lange feststehende Gewohnheit. Nun, ihr müsst mich entschuldigen, ich muss ab und zu hier zwischen der Lesung mal Pause machen, um die Namen aufzuschreiben, um die dann nachher aus dem Internet rauszusuchen und dann die Bilder davon in das Video reinzumachen. Deswegen klingt es vielleicht hier und da, als ob ich mal kurz eine Pause mache oder schneide, aber da muss ich halt kurz die Namen aufschreiben, wie jetzt hier den von Eimericus. Es konnte wohl kaum etwas Wirksameres ersonnen werden, fährt der Autor fort, oben auf Seite 415, als diese Visitation. Mögen sie später, als das System der Spione und Vertrauten vollkommen ausgebildet oder die Ketzerei fast vollständig ausgerottet war, vernachlässigt worden sein, so müssen sie doch während der geschäftigten Zeiten der Inquisition einen wichtigen Teil ihrer Tätigkeit gebildet haben. Einige Tage vor seinem Besuche in einer Stadt pflegte der Inquisitor, die Kirchenbehörden davon zu benachrichtigen und zu ersuchen, das Volk aufzufordern, sich zu einer näher angegebenen Zeit zu versammeln und zugleich allen, die erscheinen würden, einen Ablass anzukündigen. Die Inquisitoren setzten diese Aufforderung oft durch mit der Erklärung, dass diejenigen, welche nicht erscheinen würden, ipso facto exkommuniziert seien. Und ihr wisst ja, was das heißt. Exkommuniziert heißt, dass man das Himmelsreich Gottes niemals sehen wird, nach der Lehre der römisch-katholischen Kirche. Allein das war, wie es heißt, eine missbräuchliche Anmaßung der Gewalt, und solche Zensuren waren ungültig. Der auf diese Weise versammelten Bevölkerung hielt der Inquisitor zunächst eine Predigt über den Glauben und ermahnte sie mit aller ihm zu Gebote stehenden Beredsamkeit, denselben, also den Glauben, zu beschützen. Dann forderte er alle Bewohner innerhalb eines bestimmten Umkreises auf, binnen 6 oder 12 Tagen zu erscheinen
und ihm alles zu enthüllen, was sie über jemanden erfahren oder gehört hätten und was sie zu dem Glauben oder dem Verdacht berechtigen könnte, dass derselbe ein Ketzer sei oder im Rufe eines solchen stehe oder dass er gegen irgendeinen Glaubensartikel gesprochen habe oder dass er in seinem Lebenswandel von dem der Gläubigen abweiche. Versäumte es jemand, dieser Aufforderung nachzukommen, so war er ipso facto exkommuniziert. Und nur der Inquisitor selbst konnte die Exkommunikation aufheben. Der Gehorsam wurde dagegen mit einem dreijährigen Ablass belohnt. Gleichzeitig verkündete der Inquisitor eine Gnadenfrist von 15 bis 30 Tagen, während deren jedem Ketzer, der sich von selbst meldete, seine Schuld bekennen, abschwören und volle Auskunft über seine Mitschuldigen geben würde, Begnadigung zugesichert wurde. Diese war zu verschiedenen Zeiten verschieden. Sie bestand bisweilen in vollständiger Straffreiheit, bisweilen aber auch nur in der Befreiung von den schwereren Strafen des Todes, des Gefängnisses, der Verbannung oder der Gütereinziehung. Die letztere Gnade wird versprochen in der frühesten Anspielung auf diesen Gebrauch im Jahre 1235. Und in einem Urteil aus dem Jahre 1237 wird bei einer solchen Gelegenheit dem Sünder die Buße auferlegt, zwei der kürzeren Pilgerfahrten zu unternehmen, täglich während seines Lebens einen Bettler aufzusuchen und als Geldstrafe 10 Livres, Zitat, aus Liebe zu Gott, Ende Zitat, an die Inquisition zu zahlen. War die Frist verstrichen, so wurde bekannt gemacht, dass keine Gnade mehr geübt werde. Solange sie dauerte, musste der Inquisitor sich zu Hause halten, um jederzeit Anzeigen und Geständnisse entgegennehmen zu können. Lange Reihen von Verhören, meist forschender und suggerierender Art, wurden entworfen. Entschuldigung. Den Satz nochmal. Lange Reihen von Verhören, meist forschender und suggerierender Art, wurden entworfen. Ja, also Verhöre forschender oder suggerierender Art, das sind Unterfragungen. Und Inquisition heißt im Grunde nichts anderes als Befragung. Ja? Um ihm den Weg zu zeigen für die Prüfung derjenigen, welche sich einfinden würden. Noch 1387, als Fra Antonio von Savigliano gegen die Ketzer der valdensischen Alpentäler vorging, begann er damit, dass er in der Kirche von Pinarolo eine Aufforderung veröffentlichte, die eine 7-tägige Gnadenfrist gewährte. Während derselben sollten alle diejenigen, welche sich selbst und andere anzeigen würden, der öffentlichen Bestrafung entgehen, mit Ausnahme derer, die vor der Inquisition einen Meineid begangen hatten. Alle diejenigen, welche sich nicht einfanden, wurden als exkommuniziert erklärt. Bernard Guidonis, den wir auch schon aus der letzten Lesung kennen, versichert uns, dass dieser Kunstgriff außerordentlich wirksam war. Nicht nur, weil er zahlreiche glückliche Bekehrungen zur Folge hatte, sondern auch, weil er Angaben lieferte über viele Ketzer, an die man sonst nicht gedacht haben würde, da jeder Bußfertige alle, die er kannte oder beargwöhnte, angeben musste. Die Methode sei besonders nützlich, um die Ergreifung der zwischen Anführungszeichen vollkommenen Katharer zu sichern, die sich gewöhnlich verborgen hielten und nun von denjenigen, auf welche sie vertrauten, verraten wurden. Man kann sich in der Tat leicht den Schrecken vorstellen, in welchen eine Gemeinde versetzt wurde, wenn ein Inquisitor plötzlich in ihr eintraf und seine Proklamation verkündete. Keiner konnte wissen, was für Geschichten über ihn im Umlauf waren, die nun zelotischer Fanatismus oder persönliche Feindschaft übertreiben und dem Inquisitor zutragen konnte. In dieser Beziehung litt der Orthodoxe ebenso sehr wie der Ketzer. Alle von Mund zu Mund gehenden ärgerlichen Vorkommnisse wurden ans Licht gebracht. Alles Vertrauen zwischen den Menschen verschwand. Eine Welt voller
Informanten, voller Denunzianten. Das Sprichwort trau schau wem wird irgendwo hier seinen Ursprung genommen haben, schätze ich mal. Es ist ja wirklich schlimm, wenn man sich vorstellen muss, dass das Vertrauen zwischen allen Menschen verschwunden ist. Wir werden das auch später noch sehen. Es ist so gewesen mit diesen Befragungen, dass Mütter ihre Söhne und Töchter verraten haben. Man konnte nicht mal mehr seiner eigenen Familie vertrauen. Kann man das heute? Das ist auch eine gute Frage, ne? Wenn die Menschen aus eurer nächsten Umgebung nicht ebenso gläubig sind wie ihr und wenn sie das nicht auf dieselbe Art und Weise praktizieren, dann wird auch hier in der Zukunft wieder eine Zeit kommen, wo man eben von solchen Leuten Gebrauch macht, um sogenannte Ketzer dann wieder zu züchtigen, nenne ich es jetzt mal, ausfindig zu machen. Und es wird wieder eine Angst, eine Zeit der Angst geben, eine Ära der Angst geben, weil man sich nirgendwo mehr sicher ist, weil man nicht mehr weiß, wem man vertrauen kann, weil man nicht mehr weiß, wem man was sagen kann. Ich denke, dass viele Menschen sich im heutigen China bereits in einer Situation, einer solchen Situation befinden, wenn man weiß, wie dort mit Menschen umgegangen wird und wenn man das soziale Kreditsystem dort kennt. Inwieweit solche Dinge hier eingeführt werden, wir werden sehen. Aber wir haben ja schon mit Anfang von Corona gesehen, dass Spitzel, Denunzianten, hochgelobt werden und gesucht sind und wieder ausgebildet werden in unseren Kontreien. Ich weiß es von Belgien und ich schätze mal, das wird in Deutschland nicht viel anders gewesen sein. Und wie viel Vertrauen kann man denn dann noch in sein Gegenüber stellen? In dieser Beziehung litt der Orthodoxe ebenso sehr wie die Ketzer. Das heißt, der Katholik hat auch darunter gelitten, wie derjenige, der sich eben der römisch-katholischen Kirche in seinem Glauben und Verhalten entgegengestellt hat. Alle von Mund zu Mund gehenden ärgerlichen Vorkommnisse wurden ans Licht gebracht. Das haben wir doch heute auch. Denkt doch mal an die sozialen Medien. Facebook, Instagram, Twitter und wie sie alle heißen. Ja, alle von Mund zu Mund gehenden ärgerlichen Vorkommnisse wurden ans Licht gebracht. Heutzutage gebraucht man dafür diese sozialen Netzwerke und genau dasselbe passiert. Und irgendwann verschwindet das Vertrauen zwischen den Menschen. Damals war es so und es wird wieder so sein. Denn es gibt nichts Neues unter der Sonne. Der Autor fährt fort und sagt, ein alter Groll konnte sicher befriedigt werden. Für denjenigen, der ketzerische Neigungen gehabt hatte, wurde der schreckliche Aufschub von Tag zu Tag unerträglicher in dem Gedanken, dass irgendein achtloses Wort aufgegriffen worden sein könnte, um nun von denjenigen verraten zu werden, die ihm am nächsten und teuersten waren, bis er schließlich nachgab und lieber andere verriet, als dass er selbst verraten wurde. Antichrist Papst Gregor IX. Rühmte, dass schließlich bei einer solchen Veranlassung Eltern ihre Kinder, Kinder ihre Eltern, Männer ihre Frauen und Frauen ihre Männer zu verraten angetrieben wurden. Glaubt mir, ich habe nicht vorgelesen, ich habe noch nicht auf diese Seite geschaut, als ich gerade den Kommentar gab, als wir auf Seite 416 waren. Jetzt sind wir auf Seite 417 und ich lese genau das, wo ich sagte, Vormütter verrieten ihre Kinder. Oder Kinder verrieten ihre Eltern. Das ist genau das, was der Autor hier jetzt schreibt. Also ihr seht, Henry Charles Lear packt genau die Punkte an, die ich selbst gerade eben erwähnt hatte. Wir lesen es nochmal. Für denjenigen, der ketzerische Neigung gehabt hatte, wurde der schreckliche Aufschub von Tag zu Tag unerträglicher in dem Gedanken, dass irgendein achtloses Wort aufgegriffen worden sein könnte
um nun von denjenigen verraten zu werden, die ihm am nächsten und teuersten waren, bis er schließlich nachgab und lieber andere verriet, als dass er selbst verraten wurde. Antichrist Papst Gregor IX. Rühmte, dass schließlich bei einer solchen Veranlassung Eltern ihre Kinder, Kinder ihre Eltern, Männer ihre Frauen und Frauen ihre Männer zu verraten angetrieben wurden. Wir können dem Bernard Guidonis wohl glauben, wenn er behauptet, dass jede Enthüllung zu anderen führte, bis sich das unsichtbare Netz weit und breit ausdehnte und dass die umfangreichen Gütereinziehungen, die mit Sicherheit folgten, nicht die geringsten der daraus entspringenden Vorteile waren. Dieses einleitende Verfahren wurde gewöhnlich in dem Kloster des Ordens, zu welchem der Inquisitor gehörte, abgehalten, wenn ein solches da war, oder in dem bischöflichen Palaste, wenn es in einer Kathedralstadt stattfand. In anderen Fällen gewährten die Kirchen oder die städtischen Gebäude die notwendigen Räumlichkeiten, denn sowohl die weltlichen wie die geistlichen Behörden waren verpflichtet, jeden verlangten Beistand zu leisten. Jeder Inquisitor jedoch hatte natürlich sein Hauptquartier, zu dem er nach solchen Streifzügen zurückkehrte und wohin er die Aussagen der Ankläger und die Geständnisse der Angeklagten sowie solche Gefangene mitbrachte, an deren sicherer Bewahrung ihm gelegen war. Die weltlichen Behörden mussten ihm die nötigen Transportmittel und Wächter stellen. Andere pflegte er zu einer näher angegebenen Zeit vor sich zu laden, indem er für ihr pünktliches Erscheinen genügende Vorsichtsmaßregeln traf. In der ersten Zeit war der Sitz des Gerichtshofs das Kloster des Bettelorden, während das bischöfliche oder öffentliche Gefängnis dem Inquisitor für die Internierung seiner Gefangenen zur Verfügung stand. Aber mit der Zeit sorgte man für besondere Gebäude, die man mit den nötigen Vorrichtungen und Verließen ausgestattet, die mit den nötigen Vorrichtungen und Verließen ausgestattet waren. Zellen, die an den Stadtwällen entlang gebaut und daher als Muros bekannt waren, zum Unterschied von dem Karzer oder dem Gefängnis, wo die Unglücklichen, die auf ihren Urteilsspruch warteten, unter der unmittelbaren Oberaufsicht ihres Richters sich befanden. Hier ging zum größten Teil das Prozessverfahren vor sich, obwohl wir auch gelegentlich davon hören, dass der bischöfliche Palast benutzt wurde, besonders wenn der Bischof eifrig und zusammen mit dem Inquisitor tätig war. Anfangs gab es keine Bestimmung über das Mindestalter der Inquisitoren. Der Provinzial, dem das Recht der Ernennung zustand, konnte jedes Mitglied seines Ordens auswählen. Dass dies häufig zu der Ernennung von jungen und unerfahrenen Männern führte, dürfen wir annehmen, nach den Wendungen, womit Antichrist Clemens V. bei der Reformierung des Heiligen Offiziums 40 Jahre als das geringste Alter für die Zukunft vorschrieb. Bernard Guidonis erhob dagegen Einspruch, nicht nur weil jüngere Männer häufig gründliche Fähigkeiten für diese Funktion hätten, sondern auch weil die Bischöfe und ihre Beamten, welche die inquisitorische Gewalt gleichfalls ausübten, nicht so alt zu sein brauchten. Die Vorschrift jedoch erwies sich als gut, was man hier als gut auch bezeichnen möchte. Im Jahre 1422 ernannte der Provinzial von Toulouse einen Inquisitor von Carcassonne, Bruder Raymond Dutille, der erst 32 Jahre alt war. Obgleich er von dem Ordensgeneral bestätigt wurde, betrachtete man die Stelle als unbesetzt, bis man an Antichrist Martin V. appelliert hatte, der dem Offizial von Alet befahl, Prüfungen hinsichtlich seiner Tauglichkeit anzustellen. Wenn er für würdig befunden würde, dürfe die Clementinische Verordnung zu seinen Gunsten eine zeitweilige Ausnahme erfahren. Die Verhöre wurden gewöhnlich von einem einzigen Inquisitor geführt, obwohl bisweilen zwei zusammenwirkten. Einer jedoch genügte. Gewöhnlich hatte er aber untergeordnete Assistenten, welche die Fälle für ihn vorbereiteten und die Vorverhöre anstellten.
Er hatte das Recht, den Provinzial zu ersuchen, ihm so viele dieser Assistenten zuzuweisen, wie er für nötig hielt, aber er konnte sie nicht selbst auswählen. Bisweilen, wenn ein Bischof eifrig für die Verfolgung und sorglos für die bischöfliche Würde war, nahm er selbst die Stellung an. Meistens aber wurde sie von einem Dominikanerprior des Ortskonvents besetzt. Dort, wo der Staat die Kosten für die Inquisition bestritt, scheint er auch eine gewisse Kontrolle über die Zahl der Beamten ausgeübt zu haben. So stellte in Neapel Karl von Anjou im Jahre 1269 jedem Inquisitor nur einen Assistenten. Diese Assistenten vertraten den Inquisitor während seiner Abwesenheit und kamen so in nahe Beziehung zu den Bevollmächtigten, die eine ständige Einrichtung des heiligen Offiziums wurden. Schon im 12. Jahrhundert galt die Bestimmung, dass ein richterlicher Abgesandter des Heiligen Stuhls seine Vollmachten auf andere übertragen konnte. Im Jahre 1246 ermächtigte das Konzil von Béziers den Inquisitor, einen Vertreter zu ernennen, sobald er an einem Orte, zu dem er selbst nicht gelangen konnte, eine Untersuchung anstellen lassen wollte. Bisweilen wurden besondere Kommissionen entsandt, so zum Beispiel als im Jahre 1276 Pontius von Pornac, der Inquisitor von Toulouse, den Dominikanerprior von Montauban ermächtigte, eine Zeugenaussage gegen Bernard von Zollhack abzunehmen und sie ihm unter Siegel zuzuschicken. In den ausgedehnten Bezirken der Inquisition muss die Arbeit naturgemäß in dieser Weise geteilt gewesen sein, besonders während der ersten Periode, wo die Ernte an Ketzern reich war und zahlreiche Arbeiter erforderlich machte. Doch scheint die ausdrückliche Berechtigung, Kommissare mit Vollmachten zu ernennen, den Inquisitoren erst 1262 von Antichristpapst Urban IV. Gewährt worden zu sein, und das musste gegen Ende des Jahrhunderts von Bonifaz VIII. Bestätigt werden. Diese Kommissare oder Vikare unterschieden sich von den Assistenten insofern, als sie ihr Amt nach Ermessen des Inquisitors erhielten und niederlegten. Sie wurden eine ständige Einrichtung und führten ihre Geschäfte in Orten, die von dem Hauptgerichtshof weit entfernt waren. Im Fall der Abwesenheit oder der Verhinderung des Inquisitors konnte einer von ihnen zu seiner zeitweiligen Stellvertretung aufgefordert werden oder der Inquisitor konnte einen Generalvikar ernennen. Wie ihr Vorgesetzter mussten auch sie nach den klementinischen Reformen vom Jahre 1317 mindestens 40 Jahre alt sein. Sie übten die volle inquisitorische Gewalt aus, zitierten, arretierten, verhörten Zeugen und Gefangene, legten ihnen sogar die Tortur, also Folter, auf und verurteilten sie zu Gefängnis. Ob sie das Todesurteil bei Kapitalverbrechen verhängen konnten, war eine umstrittene Frage und Emericus empfiehlt, dass dieses Recht immer dem Inquisitor selbst vorbehalten bleiben sollte. Wie wir indessen sehen werden, zeigen die Fälle der Johanna d'Arc 1431 und der Waldenser von Arras 1459, dass diese Einschränkung nicht immer beobachtet wurde. Eine weitere Einschränkung ihrer Machtvollkommenheit bestand darin, dass sie dieselbe nicht auf andere übertragen konnten. Wir müssen hier kurz in eine Fußnote reingehen, wo der Autor sagt, es ist schwer zu verstehen, weshalb im Jahre 1276 die lombardischen Inquisitoren Fra Niccolo de Cremona und Fra, also Vater heißt es, Bruder, Daniele Guisano, Sachverständige in Piacenza zusammenriefen, um zu entscheiden, ob sie die Macht hatten, Delegierte zu ernennen, da die Frage doch schon verneinend entschieden war. In späterer Zeit, fährt der Autor fort auf Seite 420, scheint es gelegentlich einen anderen Beamten mit dem Titel Berater gegeben zu haben. Im Jahre 1370 nahm die Inquisition von Carcassonne das Recht in Anspruch, drei solche zu ernennen, die von aller Ortssteuer frei sein sollten. In einem Dokument aus dem Jahre 1423 ist die Person, die dieses Amt bekleidete, kein Dominikaner, sondern wird als Lizenziat der Rechte bezeichnet.
Zweifellos war ein solcher Beamter ein nützliches und häufig verwendetes Mitglied des Gerichtshofs, obgleich er keine genau umschriebene Amtsstellung besaß. Zanchini teilt uns mit, dass die Inquisitoren im Allgemeinen sehr gesetzeskundig waren. In den meisten Fällen kam es nicht darauf an, denn sie besaßen, wie wir sehen werden, die weiteste Freiheit in Bezug auf das richterliche Verfahren und die Gefahr, dass sich irgendeiner zu beklagen wagte, war gering. Da sie indessen gelegentlich auch mit Opfern zu tun hatten, die sich nicht ganz widerstandslos in ihr Schicksal ergaben, so war ein Ratgeber in Bezug auf ihre gesetzlichen Pflichten und ihre Verantwortlichkeit wünschenswert. Americus empfiehlt deshalb, dass ein Kommissar stets einen verschwiegenen Rechtsgelehrten bei sich haben sollte, um sich vor Irrtümern zu sichern, die zum Schaden der Inquisition ausschlagen, die päpstliche Intervention veranlassen und ihm vielleicht seine Stelle kosten können. Da das ganze Verfahren der Inquisition, von ihrer ersten Versuchszeit abgesehen, absoluter Verschwiegenheit unterworfen war, Geheimgerichte, wie man das auch nennt oder heutzutage vielleicht eher kennt, genau sowas, ja, so wurde es allgemeine Vorschrift, dass jede Aussage, sei es von Zeugen oder von Angeklagten, nur in Gegenwart von zwei Unparteiischen, die nichts mit der Einrichtung zu tun und Verschwiegenheit gelobt hatten, entgegengenommen wurde. Der Inquisitor war ermächtigt, jeden zum Erscheinen zu zwingen, den er zur Erfüllung dieser Pflicht für geeignet halten mochte. Diese Vertreter des Volkes waren vorzugsweise Kleriker und gewöhnlich Dominikaner, verschwiegene und fromme Männer, die in Gemeinschaft mit dem Notar das geschriebene Protokoll über die Zeugenaussagen zum Beweise, dass es der Wahrheit entsprach, unterzeichnen mussten. Der römisch-katholischen Wahrheit entsprach, müssen wir natürlich darunter verstehen, nicht wahr? Obgleich die Anweisungen des Konzils von Béziers im Jahre 1246 keinen Hinweis darauf enthalten, so zeigt eine im Jahre 1244 aufgenommene Aussage, dass diese Praxis schon gebräuchlich geworden war. Die häufigen Wiederholungen dieser Vorschrift durch eine Reihe von Päpsten und ihre Aufnahme in das kanonische Gesetz beweist, welche Wichtigkeit man ihr beilegte als einem Mittel, Ungerechtigkeiten zu verhüten und dem Verfahren den Anstrich. Das hätte man hier in Anführungszeichen setzen müssen, den Anstrich der Unparteilichkeit zu geben. Ja? Ist das nicht heute auch so? Werden heute nicht auch bestimmten Gerichtsverfahren der Anstrich der Unparteilichkeit gegeben, bis man sich damit mal beschäftigt und dann erfährt, dass Richter und Rechtsanwälte und Staatsanwälte aus derselben Zunft kommen? Das Wort Zunft erklären wir ja in der Videoserie Moderne Kriege. Ne? Sollte man sich anschauen. Also die häufigen Wiederholungen dieser Vorschrift durch eine Reihe von Päpsten und ihre Aufnahme in das kanonische Gesetz. Hallo? Das ist aufgenommen in das kanonische Gesetz. Das römisch-katholisch-kanonische Gesetz, das als, ich sage mal, Basis dient für unser bürgerliches Gesetz. Wie ihr ja aus der Lesung von Richard Bennett wisst, vatikanische Kontrolle durch das zivil- oder bürgerliche Gesetz. Ja? Alles, was bürgerliches Gesetz ist, wird via Konkordate und andere Rechtsmittel dem römisch-katholisch-kanonischen Recht angepasst. Und hier sprechen wir über, dass diese Wiederholung dieser Vorschrift durch eine Reihe von Päpsten und ihre Aufnahme in das kanonische Gesetz beweist, welche Wichtigkeit man ihr beilegte, als einem Mittel, Ungerechtigkeiten zu verhüten, Ungerechtigkeiten aus Sicht der römisch-katholischen Kirche, die von Anfang an nur ungerecht ist, weil sie, wie am Anfang des Videos gesagt, die Kirche Satans ist, und dem Verfahren den Anstrich der Unparteilichkeit zu geben. Dem Verfahren den Anstrich der Unparteilichkeit zu geben. Das heißt nicht, dass das Verfahren unparteilich war, ne? Ein ganz großer Unterschied. Richtig lesen, richtig verstehen. Und das ist im kanonischen Gesetz verankert, das unveränderlich ist.
Weil die römisch-katholische Kirche ist sempere adem, sie verändert sich nicht, ihre Gesetze verändern sich nicht. Ja, sie werden dem Zeitgeist angepasst, aber es sind immer dieselben Gesetze. Und diese Verfahren bekommen den Anstrich der Unparteilichkeit. Doch waren hierin, fährt der Autor fort, wie in allen anderen Dingen die Inquisitoren sich selbst Gesetz und behandelten die ihnen auferlegten geringen Beschränkungen ganz nach ihrem Belieben. Wie sagt Aleister Crowley das? Tu, was du willst, soll das ganze Gesetz sein. Seht ihr, wie das hier bereits durchgeführt wird? Einer der seltenen Fälle, wo der Inquisition ein Opfer entschlüpfte, war auf die Vernachlässigung dieser Vorschrift zurückzuführen. Im Jahr 1325 wurde ein Priester namens Peter von Tornamir, der als Franziskaner spiritual angeklagt war, als Sterbender vor die Inquisition gebracht. Der Inquisitor war abwesend. Sein Vertreter und der Notar nahmen die Aussage in Gegenwart von drei Laien, die zufällig anwesend waren, entgegen, aber der Priester starb, bevor sie beendet war. Als er den Mund nicht mehr öffnen konnte, erschienen zwei Dominikaner und setzten ihren Namen zur Bezeugung der Wahrheit unter die Aussage, ohne sich nach der Richtigkeit derselben zu erkundigen. Auf diesen vorschriftswidrigen Beweis wurde eine Verfolgung gegen Peters Namen gegründet, aber von seinen Erben, die sein Eigentum vor Konfiskation retten wollten, angefochten. Der Streit dauerte 32 Jahre. Als im Jahre 1357 der Inquisitor erschien, um die Zustimmung zu seinem Verdammungsurteile in der gewöhnlichen Versammlung der Sachverständigen zu erlangen, stimmten 25 Juristen einstimmig dagegen, aufgrund dieser Unregelmäßigkeit, und nur zwei, beide Dominikaner, wagten es, dasselbe aufrechtzuerhalten. Nicht lange darauf gab Aemericus seinen Mitbrüdern Anweisungen, wie man die Vorschrift umgehen könne, indem man nämlich, wenn es nicht anders gehe, wenigstens am Schlusse des Verhörs, wo die Aussage dem Betreffenden noch einmal vorgelesen werde, für die Anwesenheit von zwei rechtschaffenen Personen sorge. Ja, nochmal eben den letzten Satz. Wer stolpert da denn auch drüber im Licht der Bibel? Es heißt hier: Nicht lange darauf gab Aemericus seinen Mitbrüdern Anweisungen, wie man die Vorschrift umgehen könne, indem man nämlich, wenn es nicht anders gehe, wenigstens am Schlusse des Verhörs, wo die Aussage dem Betreffenden noch einmal vorgelesen werde, für die Anwesenheit von zwei rechtschaffenen Personen sorge. Was sagt denn die Bibel über die Rechtschaffenheit von Menschen? Niemand ist rechtschaffen. Niemand ist gerecht. Sonst durfte keiner bei dem Verhöre zugegen sein, ausgenommen für eine kurze Zeit in Avignon um die Mitte des 13. Jahrhunderts, wo die Magistratspersonen sich und einer gewissen Anzahl vornehmer Männer zeitweilig das Recht der Anwesenheit sicherten. Mit dieser Ausnahme waren die Unglücklichen, welche mit ihren Richtern um ihr Leben rangen, vollständig in den Händen des Inquisitors und seiner Kreaturen. Der Notar oder Protokollführer, ein im Mittelalter angesehener Beamter von Rang und Stand, vervollständigte das Personal der Inquisition. Das ganze Prozessverfahren, jede Frage und jede Antwort wurde schriftlich niedergelegt, und jedem Zeugen und jedem Verteidiger wurde am Schluss des Verhörs seine Aussage vorgelesen, die er sodann zu bestätigen hatte. Jetzt muss ich hier einen kurzen Kommentar einführen. Dass ich in der letzten Zeit mit Aussagen der römisch-katholischen Kirche über die Geschichte der Inquisition beschäftigt hat, dem fällt auf, dass die römisch-katholische Kirche inzwischen Geschichte auf solch eine Art und Weise neu schreibt, dass sie sagt, Inquisition hat niemals stattgefunden. Oh, hier und da wurden mal ein paar Menschen verfolgt, aber ja, das machen wir heute nicht mehr, und das war es so ungefähr. Inquisition mit Tausenden, Zehn, Hunderttausenden oder gar Millionen Toten, das ist eine Fabel, das hat es nicht gegeben. Das Problem ist, das ist alles schriftlich festgehalten, das lesen wir gerade hier.
Das ganze Prozessverfahren, jede Frage, jede Antwort wurde schriftlich niedergelegt und jedem Zeugen und jedem Verteidiger wurde am Schluss des Verhörs seine Aussage vorgelesen, die er sodann zu bestätigen hatte. Das heißt, es ist alles schriftlich festgehalten, man muss nur an diese Schriften noch herankommen und man kann die Aussagen, die heutigen Aussagen der immer noch satanisch-römisch-katholischen Kirche dahin tun, wo sie hingehören. Nämlich in den Mülleimer des Geschichtsbuchs. Ja? Das sind Lügen. Es sind Falschaussagen. Das machen die, um sich selbst zu beschützen. Weil Leute wie ich und Leute wie ihr sich mit der Vergangenheit der römisch-katholischen Kirche, mit der Vergangenheit der Verfolgung, der Inquisition beschäftigen, wird heute gesagt von, ach, das hat's alles gar nicht gegeben. Schaut das mal nach. Ich wollte gerade sagen, googelt das mal, aber bitte, gebraucht eine Suchmaschine, wie ihr wollt. Gebt das mal ein in die Suchmaschine und forscht mal nach der Leugnung der Inquisition durch die römisch-katholische Kirche heutzutage. Und hier schreibt der Autor, die Dinge sind festgehalten und das Buch ist dokumentiert. Das heißt, all die Dinge, die hier gesagt werden, sind auch schriftlich festgehalten. Also, wenn man in die Archive des Vatikan gehen könnte und viele andere Archive, die normalen Menschen gar nicht zugänglich sind, dann kann man das sehen. Aber da wir das ja nicht selbst nachforschen können, müssen wir ja glauben, was uns in den Medien über diese Kirche gesagt wird. Ah ja, die Inquisition hat's nie gegeben. Das ganze Prozessverfahren, jede Frage und jede Antwort wurde schriftlich niedergelegt. Das ist genau wie heute. Wenn wir heute in einem Gerichtsverfahren sind, dann ist das ganz genauso. Da gibt es auch einen Gerichtsschreiber. Und da gibt es wahrscheinlich inzwischen auch Audio- und Videoaufnahmen darüber. Alles wird festgehalten. Ja? Damals schon halt aufgeschrieben und heute immer noch. Jede Frage, jede Antwort wurde schriftlich niedergelegt. Und jedem Zeugen und jedem Verteidiger wurde am Schluss des Verhörs seine Aussage vorgelesen, die er dann zu bestätigen hatte. Das Endurteil wurde aufgrund dieser schriftlichen Beweisaufnahme gefällt. Das Amt des Notars war kein leichtes. Gelegentlich rief er Schreiber zu Hilfe, aber die förmliche Bestätigung eines jeden Dokumentes musste er selbst vollziehen. Im Lauf des Geschäftes häuften sich nicht bloß die Akten in erschreckender Anzahl, sondern sie mussten auch sorgfältig abgeschrieben und aufbewahrt werden, da die verschiedenen Inquisitoren einander beständig die Abschriften ihrer Verhandlungen zustellten, so dass zahlreiche Hilfskräfte in Anspruch genommen werden mussten. Wie in allen anderen Stücken war der Inquisitor ermächtigt, jeden nach eigenem Ermessen zu unentgeltlicher Dienstleistung aufzufordern. Allein das ununterbrochene Geschäft dieses Amtes erforderte ungeteilte Aufmerksamkeit und die ordnungsmäßige Erledigung desselben machte eine Schulung notwendig, die nur die Erfahrung geben konnte. Hier nochmal ein kurzer Kommentar von mir. Jetzt habe ich innerhalb der letzten 2-3 Minuten verschiedene Male das Wort des Geschäftes gebraucht, so wie es hier geschrieben steht. Ja? Es steht hier, das ununterbrochene Geschäft dieses Amtes. Es ist also ein Geschäft, um Menschen vor Gericht zu stellen, um Menschen ihre Aussage dort festzuhalten und um diese Menschen dann später zu verurteilen und hinzurichten oder auch zu foltern und dann hinzurichten. Das ist ein Geschäft. Man sollte über ein solches Wort ein wenig stolpern, wie ich auch gerade darüber stolper. Ja? Geschäft heißt, dass ich Gewinn damit mache. Und womit macht die römisch-katholische Kirche Gewinn? Weil sie natürlich von den Leuten, die sie in diesen Urteilen, also in diesen Prozessen verurteilt, die Güter konfisziert, das Geld konfisziert, alles konfisziert, also beschlagnahmt, was die Menschen haben, hatten oder auch immer. Ja? Das ist ein Geschäft. Die römisch-katholische Kirche ist reich dadurch geworden. Blutgeld.
ja, nur mal eben den Punkt machen, dass, wie der Autor gesagt, allein das ununterbrochene Geschäft dieses Amtes erforderte ungeteilte Aufmerksamkeit und ordnungsgemäße Erledigung desselben machte eine Schulung notwendig, die nur die Erfahrung geben konnte. Es ist ein Geschäft. Die Ermächtigung, die in früheren Perioden der Inquisitor hatte, jeden Notar zur Dienstleistung zu veranlassen und der Rat, der ihm gegeben wurde, wenn möglich Dominikaner zu wählen, die schon Protokollführer gewesen waren, sowie die Ermächtigung, an seiner Stelle zwei verschwiegene Personen zu wählen, wenn weder Protokollführer noch Dominikaner zu haben waren, zeigen, dass diese wandernden Gerichtshöfe zum größten Teil von diesen zufälligen Aushebungen abhängig waren. Aber an den beständigen Sitzen der Inquisition war der Notar ein ordentlicher, besoldeter Beamter. In dem Reformversuche Antichrist Clemens des V. war die Bestimmung enthalten, dass er seinen Diensteid sowohl vor dem Bischof wie vor dem Inquisitor ablegen musste. Hiergegen erhob Bernard Guidonis Einspruch mit der Begründung, dass die Bedürfnisse des Prozesses bisweilen eine Vermehrung der Kräfte auf 2, 3 oder 4 erforderten und dass an Orten, wo öffentliche Notare nicht zu haben seien, andere geeignete Persönlichkeiten für das augenblickliche Bedürfnis in Anspruch genommen werden müssten. Denn es geschehe oft, dass die Schuldigen eingestehen, wenn sie in der Stimmung sind, aber sich zurückziehen, wenn das Geständnis nicht sogleich entgegengenommen wird, weil sie lieber verheimlichen, als die Wahrheit eingestehen. Merkwürdigerweise wurde das Recht, Notare zu ernennen, dem Inquisitor dauernd versagt. Zitat: Er kann, wenn er will, sagt Emericus, er kann, wenn er will, dem Papste 3 oder 4 Namen vorschlagen. Dieser ernennt sie zwar für ihn, aber das verstimmt die Ortsbehörden derart, dass er besser täte, sich mit den Notaren der Bischöfe oder der weltlichen Herrscher zu begnügen. In einer Fußnote sagt uns der Autor hier: Die besondere Wichtigkeit, die man dem Amte des Notars beilegte, und die Beschränkung der Mitgliederzahl dieses Berufes ergibt sich aus Privilegien, durch welche einzelne Päpste gelegentlich anderen Prälaten die Ernennung von Notaren gestatteten. So ist ein päpstliches Dekret vom 27. November 1295 vorhanden, wodurch Antichrist Bonifaz VIII. Den Erzbischof von Lyon ermächtigte, 5 Notare zu ernennen, desgleichen eins vom 28. Januar 1296 an den Bischof von Amiens, 2 zu ernennen. Im Jahre 1286 beklagte sich der Dominikanerprovinzial von Frankreich bei Antichrist Papst Honorius IV. Über die geringe Anzahl der Notare im Königreich und wurde ermächtigt, 2 neue zu ernennen. Notare. Das ist für lange, lange Zeit ein Beruf gewesen, der vom Vater auf den Sohn überging. Heute kann man für Notar auch studieren. Und das sind immer Leute, die wahnsinnig viel Geld verdienen. Und wenn Geld damit eine Rolle spielt, dann wissen wir, dass die Wahrheit oftmals verloren geht, weil für Geld macht der Mensch alles. Aber interessant, wie man mal sieht, wie die Berufsgruppe der Notare hier anscheinend raus hervorgekommen ist und an Macht gewonnen hat, hier in dieser Geschichte der Inquisition. Oder besser gesagt, in der Organisation der Inquisition. Ja? Wie diese Organisation der Inquisition aufbaut auf Notaren, die man dann ernennt, die teilweise vom Papst selbst ernannt wurden. Also wir wissen, dass ein jeder Notar ein voll römisch-katholischer Mensch ist in diesem Sinne. Nun, es ist schwierig hier in dieser Lesung jetzt einen Punkt zu finden, wo man sagt, da macht man jetzt einen Punkt dahinter, aber ich glaube, ich habe hier jetzt einen Punkt erreicht. Wir sind am letzten Absatz auf Seite 423 angekommen und ich möchte hier die Lesung für heute beschließen, wo es über die Notare und Protokolle geht, weil danach geht es über die Sammlung der Protokolle und die Familiaren und so weiter.
Und das ist für mich ein guter Moment, hier einen Schnitt in dieser Lesung zu machen. Und wir werden den letzten Absatz auf Seite 423 nächstes Mal lesen, aber wir werden wahrscheinlich in diesen Absatz eben nochmal reingehen, weil ich die Wichtigkeit über die Ernennung der Notare doch nochmal benachdrücken möchte. Auf Seite 423 sagt der Autor hier also, in dem Reformversuche Antichrist Clemens des V. Wie kann ein Antichrist, wie kann ein Papst probieren, irgendetwas innerhalb der römisch-katholischen Kirche zu reformieren, die semperiadem, unveränderlich ist? Eine Frage, die man sich mal stellen sollte. In dem Reformversuche Clemens des V. war die Bestimmung enthalten, dass er seinen Diensteid sowohl vor dem Bischof wie vor dem Inquisitor ablegen musste. Hiergegen erhob Bernhard Guidonis Einspruch mit der Begründung, dass die Bedürfnisse des Prozesses bisweilen eine Vermehrung der Kräfte auf 2, 3 oder 4 erforderten und dass an Orten, wo öffentliche Notare nicht zu haben seien, andere geeignete Persönlichkeiten für das augenblickliche Bedürfnis in Anspruch genommen werden müssten. Denn es geschehe oft, dass die Schuldigen eingestehen, wenn sie in der Stimmung sind, aber sich zurückziehen, wenn das Geständnis nicht sogleich entgegengenommen wird, weil sie lieber verheimlichen, als die Wahrheit einzugestehen. Also, das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, dass die Schuldigen eingestehen. Es geschehe oft, dass die Schuldigen eingestehen, wenn sie in der Stimmung sind. In der Stimmung, wenn ich in die Enge getrieben werde, wenn ich durch die inquisitorischen Fragen und vielleicht Folterungen und alles drum und dran dermaßen irgendwo in eine Enge getrieben werde, dass ich gar nicht mehr anders kann, als irgendetwas einzugestehen. Und dann natürlich, wenn das nicht direkt aufgeschrieben wird, später widerrufe. Ja? Merkwürdigerweise wurde das Recht, Notare zu ernennen, dem Inquisitor dauernd versagt. Americus sagt, er kann, also der Inquisitor, wenn er will, dem Papst 3 oder 4 Namen vorschlagen. Dieser ernennt sie zwar für ihn, aber das verstimmt die Ortsbehörden derart, dass er besser täte, sich mit Notaren der Bischöfe oder der weltlichen Herrscher zu begnügen. Und hiermit beenden wir die 36. Lesung über die Geschichte der Inquisition im Mittelalter von Henry Charles Lear und werden nächstes Mal weiter in die Organisation der Inquisition gehen. Diese Organisation ist nicht irgendwie zufällig vom Himmel gefallen. Die denken da schon sehr seriös über nach, was sie genau machen wollen und was sie tun. Und wenn sie so etwas organisieren, dann hat es Hand und Fuß. Weil was der Teufel anpackt, da will er ja schließlich sein Ziel mit erreichen. Und mit der Inquisition hat er ein großes Ziel erreicht. Er hat viele Heilige, viele wahre Folger Jesu Christi vernichtet, getötet, gefoltert und auf schrecklichste Art und Weise umgebracht. Und da werden wir nächstes Mal mit der Organisation der Inquisition fortfahren. Bis dahin kann ich nur jedem anraten, seine Bibel zu lesen. Und deswegen, bis zum nächsten Mal, lest eure Bibel. Maranatha. O allmächtiger Herr und Gott, wie gar lieblich sind dein Gebot, über alles Gold so reine, du wirst geehrt alleine in deiner heiligen Gemeine. Dein Wille ist uns offenbar, die Wahrheit leuchtet hell und klar in allen Kreaturen. Gott hat uns auserkoren, dazu noch neu geboren. Der Himmel und das Firmament uns zeigen die Werke seiner Hände. Wie groß ist seine Ehre im Land und auf dem Meere, das wollen die Werke uns lehren. Die Werke Gottes sind überall, auf hohem Berg, im tiefen Tal, auch in den Vögel in den Wäldern tun uns
unserem Gott, weil er so gut erschaffen hat. Der Mensch tut's aber zerbrechen, der Wahrheit widersprechen. Gott wird es an ihm rächen. Die Werke Gottes sind wunderbar, in rechter Ordnung immer da. Die soll der Mensch erfahren, Gott will's uns offenbaren, er soll sie auch bewahren. Darum hat Gott den Sohn gesandt, der uns die Wahrheit macht bekannt und auch den Weg zum Leben, damit wir danach streben. Sein Geist will er uns geben. Der öffnet uns die heilige Schrift, wo Gott sein Testament gestiftet. In seinem Sohn, dem Reichen, will alle Welt erreichen. Mög niemand von ihm weichen. Den Tod er überwunden hat, ein wahrer Mensch und wahrer Gott. Mit Kraft hat er's bewiesen, die Wahrheit uns Sünd und Last vermeiden. Der Geist, der ist das Unterpfand, der uns zum Erbteil ist gesandt, das Christus hat erworben, als er am Kreuz gestorben, von der Welt nicht verdorben. Dem Vater sei